Da gab es immer nur 6 bei Mario 64. Weiß ich nicht. Ich glaube mehr, ne? Young Toonfish, danke für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Die Haare sehen so hässlich aus. Mario ohne Mütze ist einfach eine Hässlichkeit. Unbeschreibliche Hässlichkeit. Ach, Moonstar Mona, echt? Ja, hallöchen. Ich bin aus Essen, schon immer gewesen. Ich bin ein absoluter Essener. Ich spiele nicht auf dem Gamecube, ich spiele das. Das Spiel ist vom Gamecube, also ist das original Gamecube-Spiel, aber auf der alten Wii. Und die erste Wii-Version konnte noch Gamecube-Spiele spielen. Monte Bianco, der See und seine roten Münzen. Kapitel 8. Ja, dann, wer weiß, vielleicht tausendmal schon in der Stadt durch, über die, wie sagt man? Dingens hier, über den Weg gelaufen. Verdammt. So, rutschi. Jetzt habe ich wieder nicht ich bin blöd. Ich muss am Anfang dieses kleine Video angucken. Mons, wie heißt du denn? Du heißt Mona, gehe ich mal von aus. Genau. Quentin Tarino, aber es ist halt dummerweise nur diese 001 RSV Wii. Die kann Gamecube-Spiele spielen. Danach die neue produzierten, die leider nicht mehr. Der See und seine roten Münzen. Hallo Olli. Das sind jetzt einfach über dem See nochmal rote Münzen. Das sind aber viele Insignien dann. Ultra Felix. Niemals bessere Hardware gehabt, Peripherie für den PC gehabt. Und niemals so schön leuchtende. Das kommt noch dazu. Ja, es ist aber auch echt schwer hier. Und wenn ich das jetzt schon sage, Olli, glaub mir, es ist schwierig reinzukommen. Aber das, was mich am wahnsinnigsten macht, ist einfach die falsch rumme Kamera. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, einfach mal so einen Bienenstock hier einfach mal wegzusplashen. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt unlogisch, dass ich nach links drücke und die Kamera dreht sich nach rechts. Das macht mich wahnsinnig. Da sehe ich doch eine Red Coin. Wie viel gibt's denn dann jetzt hier? Oh, wieder 8. Pfui. Ich glaube, da macht jetzt aber die Raketendüse wirklich Sinn. Running Melon. Ja, Moonstar. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren wir in denselben Läden unterwegs. So, ich glaube, da oben auf den Turm gehen ist, glaube ich, jetzt nicht die dümmste Idee. Und da habe ich auch die Raketendüse. Ja, richtig so. Ursprünglich auf dem Burggymnasium war ich. Und dann war ich, später habe ich auf dem zweiten Bildungsweg meine Schulabschlüsse nachgeholt. Auf dem Ruhrkolleg. Reicht nicht, ne? Ne, ich muss hochlaufen. Parallelklasse oder so, wer weiß. Obi-Wan Kenobi, danke für den 9. Monat. Das ist ein Träumchen. Da hinten kann ich mir jetzt auch diese Sprintdüse wiederholen, weil der See ja nicht mehr verpestet ist. Ja, bitte kein Backseat Gaming machen. Ob ihr Red Coins seht oder nicht, das ist mir wurscht. Ich muss die selber finden. Ich nehme jetzt erstmal hier die Raketendüse. Ne, das ist die Schwebedüse. Raketendüse war rot. Ah, okay. War oben noch eine Raketendüse? Ich gehe auf jeden Fall mal auf den Turm. Ich sehe da ganz viele Red Coins. Das ist das Problem. Weit oben sind die. Nee, das weiß man. Das ist Rüttenscheid, Moonstar. Das ist kein Geheimnis. Da ist auch noch eine blaue Münze, aber so weit komme ich, glaube ich, nicht. Oder doch? Komme ich so weit? Mein Gott! Diese Kamera, habt ihr gesehen, wie ich gestruggelt habe in der Luft? Oh. Ja, so nicht, nee.
Ich habe so Probleme damit, die Kamera dann so einzustellen, wie ich sie möchte. Weil es einfach falsch rum ist. Dean, ja, hau rein. Ich bin auch heute Abend im Kino. Ich gucke Aladdin. Aladdin. Die Cam ist wirklich schlimm, also... Ich hasse ihn einfach. Oh, da ist eine blaue Münze. Kann ich verstehen, Dormans. Ich sag ja, ich finde es deutlich schwerer als alle Marios, die ich schon mal gespielt habe. Zum einen für den Einstieg. Wahrscheinlich im End-Content nicht. Also ich glaube nicht, dass das schwerer ist als Grand Poo World. Aber so um reinzukommen, finde ich, ist schon sehr, sehr tricky. Da war noch eine Red Coin. Es waren ja auch nur 8. Und ich habe ja schon eine. Junge. Nee, jetzt reicht's mir. Ich hole mir diese scheiß Raketendüse. Ja, ich hab einen Kumpel, der Chris, der ab und zu ist er auch schon mal mit hier im Stream und zockt irgendwelche Spiele mit. Das ist für den auch ganz krass. Das Erste, wenn der ein Spiel spielt, egal was, es kommt ein AAA-Titel raus. Und das Erste, was er macht, ist in den Optionen gehen und hoffen, dass man die Kamera invertieren kann. Weil er es halt immer so gewohnt war. Finde ich halt schlimm. Also, kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Boing. Da hinten gab es auch eine Raketendüse. Komm ich so auf der Seite? Ja, easy. Da hätte ich mir auch die Raketendüse herholen können, ich Depp. Die Kamera! Die ist des Todes! Die ist wirklich des Todes. Super easy. Ja, grafisch ist das Spiel gut. Ich meine, es ist realistisch, aber guck mal, ich drücke jetzt nach hinten und wie bewegt sich Mario? So. Ich meine, es ist ja super eigentlich, dass es so ist und er nicht auf der Stelle umgedreht, aber das ist man einfach nicht gewohnt. Drei. Invertierte Maus in First Person. Alter, das ist ja krank. Aber Quatsch, das ist einfach eine krasse Gewohnheitssache. Und damals war es ja häufiger so Standard. Damit kann ich aber gar nichts anfangen. Der haut mich jetzt eh wieder runter. Da ist noch eine Coin. Die habe ich auch noch nicht ganz durchschaut, da muss ich die abspritzen. Klingt immer komisch. Spritzen klingt immer komisch. Oh nee. Der spritzt. Geh weg! Mann, dieser scheiß Wirbelwind, was ist mit ihm?
Little Today, danke für den dritten Monat. Leck mir am Arsch, ey. Die Kamera! Kann ich sie mal bitte nicht falsch rumdrehen? Das wäre mir ein großes Vergnügen. Aber was ich ein bisschen low finde, ich meine, dass sie standardmäßig andersrum ist, okay. Aber warum kann ich es nicht in den Optionen umstellen? Das stimmt nicht. Das war doch nicht Standard. Die Kamera so rumzudrehen war Standard? Ist das bei 64, wenn ich LC links drücke, auch so? Danke. Okay, jetzt die da hinten, dann ist da noch eine. Eieieiei. Die Kamera. Komm da echt nicht drauf klar. Jetzt muss ich eine Etage tiefer. Nice. Jetzt halte ich nochmal Ausschau, glaube ich. Da oben ist noch eine. Wenn man da hinkommt. Jetzt blöd, wo war die denn? Da oben. Wie gesehen schon? Hä? Okay, eine noch. Luke, danke schön für dein Subgeschenk. Dein 7-Zilliardenstes müsste es auch schon sein. Ungefähr. Rüberall, danke für 17 Monate, ihr Teufelskerle. Dankeschön. Ich suche gerade die letzte fucking... Ist nicht. Da ist es doch. Bitte kein Backseat Gaming. Es ist toll, wenn ihr die findet. Jetzt tausendmal gelesen auf der Palme, ich sehe sie. Das hat nichts mit einer Palme zu tun, also der Tipp ist noch nicht mal gut. Mein Gott, ehrlich? Nee. Da hole ich mir jetzt das Raketending. Wenn ich überhaupt so hoch komme. Sehr wahrscheinlich nicht. Machst du bitte einen Triple Jump?
Oh, Alter. Alter, Alter, Alter. Easy. So, geh weg. Na, die Raketendüse kann natürlich schon was. Easy Insignie. Alter, Black Tingle, danke für dein Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Ach, du bist... Nee, hör auf. Da musst du alle roten Münzen wiederholen. Oh mein Gott. Es ist schon frustrierend. Es ist schon sehr schwer. Ich möchte einen 3D Mario Maker 3D mit der Düse. Ich nicht. Ich nicht. So, ist jetzt mal die erste Welt vielleicht durch? Aber ich glaube nicht, dass die letzte Insignien nochmal Red Coins sind. Doch, ich habe erstmal alles. Aber es gibt bestimmt noch Sammle alle Münzen oder irgend so ein Gedöns. Okay, ja, okay, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe mich dazu entschieden, das Spiel in das Level zu gehen. Kurs. Das ist der übelste Kurs gewesen. Erstmal den Kurs verlassen. So, was sagt denn Peach? Ich habe ja jetzt hier ordentlich gesammelt, ne, für Peach. Willkommen zurück. Wir sind froh, dass es dir gut geht, Mario. In diesem Urlaub überschlagen sich die seltsamsten Ereignisse und jetzt funktioniert das Boot zum Hotel auch nicht. Diese Insel scheint Opfer des Schicksals gewesen zu sein. Ach ja. Okay, schauen wir mal. Der Lust, dem Fruchtzwerg, dem leckeren Fruchtzwerg. Boah, so ein Fruchtzwerg geht immer. Muss man ja einfach mal sagen. Vielen Dank, Luz. Aber ich muss trotzdem immer noch sagen, diese innovative Steuerung hier mit dem Trigger nicht ganz reindrücken. Und sobald ich ihn ganz reindrücke, kann ich aimen, finde ich irgendwie geil. Ja, kann ja nur besser werden mit den Leveln, ne? Die müssen halt Maul aufhaben. Viel zu spät geschnallt. Bums. Hä? Und dann muss ich die dann weiter beschießen. RIP. Das ist jetzt der Bootsverleih wahrscheinlich. Fruchtzwerge Eis ist auch geil, ja. Mit 100% würde ich schon gerne, ja. Die Map ist eher so, mäh? Oh, hier ist eine neue Welt. Ui. Erstmal gehe ich hier rein. Wer ist er denn? Benvenuto, ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Ich tausche sie gegen Insignien der Sonne. Ich gebe dir eine, okay? Bist du einverstanden? Ja, wirklich? Du meinst es ernst, nicht wahr? Keine Rückerstattung. Ja, ja. Bravissimo. Ich muss mal ein bisschen, glaube ich, die Schärfe noch mal ein bisschen rausnehmen. Sichern und weiter. Sichern. Sichern und den Kurs verlassen. Richtig schöne alte Spiele. Slang. Alter Spiele-Slang. Luke. Luke. Donated 120 Euro.
Panic Zombie, danke für dein Sub. Luke, what's going on, ist die Frage. Vielen herzlichen Dank. Alter, der Luke ist schon auch ein bisschen crazy shit. Alter, danke schön. 120 Euro ohne Massage, ohne Message. Ich hab ohne Massage gelesen, Silver Gecko. Alter. Vielen Dank, Luke. Was soll ich dazu sagen? Außer danke. Aber warum 120? Weil er der Top-Donator sein will. Krass, vielen Dank. Wirklich, vielen Dank. Krass. Die Massage kannst du umsonst haben. Ich habe auch Massage gelesen. Das ist so ein freudscher Verleser. Ich glaube, man liest immer das, was man lesen will. Ich hätte also lieber gerne eine Massage. Die Massage hätte eher Luke verdient, das stimmt. Alter, ja, tausendfachen Dank. Ich bin halt heiß auf die... Du weißt es ja, auf die Ultra-HDMI-Mod vom N64. Ich glaube, da fließt das rein. Ich bin ja jetzt am Wochenende auf der Retro-Börse. Da suche ich gezielt nach ein paar Dingen. Zum einen nochmal nach der Ultra-HDMI-Mod vom N64. Würde ich mal da mal gucken. Ich würde gerne gute Pistolen haben für die Wii-Modes, weil ich das gerade extrem spaßig finde, mit den Lightguns zu spielen. Dann natürlich brauche ich Lufia. Brauche ich ja auch für ein Stream. Ja, ich schreibe dir auf jeden Fall nochmal, Luke. Vielen Dank. Er ist stark. Jetzt am Wochenende. Ja, die ist jetzt am Wochenende, am Samstag. Porto Douro. Porto ist Hafen, sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, sehr viel Wasser. Möchte ich das? Probleme mit dem Riesenblooper. Das lässt auch auf Wasser schließen. Oh Gott. Nee, also so ein Level. Nee, da gehe ich sofort wieder raus. Da bin ich sofort wieder raus. Die Messe, das ist eine Retro-Börse, die ist in Oberhausen, im Altenberg. Könnte das schon das schlimmste Level ever sein? Tür 1. Hätte ich gerne. Kurs verlassen. Da habe ich es damals auch ausgemacht und nie wieder gespielt. Ja, bis gerade wirkte das noch ganz nett, das Spiel. Drücke B, um das Gitter zu drehen. Ah, okay. Ist da der Riesenblooper drin? Hallo? Frage ist, ob das der Riesenblooper ist. Oder ist das einfach ein Mini-Blooper? Denzen Rage Incoming. Es gibt viel schlimmere. Ja, wow. Das sieht aber schon wirklich aus, als wäre es das die Endstufe. Hallo Chester. Ah, mit einem Stampfattacke komme ich auch durch die Gitter. Kamera ist falsch rum. In der scheiß Riesenblooper. Hallo. Du glaubst, der Pfeil zeigt nicht ohne Grund in diese Richtung? Wirklich? Irgendeine Scheiße wird da sein. Oh Gott. Habe ich noch ein M gesehen? Diese kleinen Affen. Aber seit wann kann Mario da nicht mal komplett durch die Kisten? Das ist ja super low. Okay, da ist so ein unterirdischer Weg.
Was ist mit den Schäbigen? Ich weiß es noch nicht. Was ist mit ihm los? Was in aller Welt ist dieses Zeug? Ich kann meine Arbeit nicht erledigen. Soll ich das mal wegmachen? Ah, hier, ui. Ah. Ich glaube, das macht halt generell Sinn, damit die nicht mehr spawnen. Die Frage ist halt, ob das dann auch wegbleibt. Da ist noch ein M da hinten. Ey, dann wären da echt viele Silver Gecko, ne? Das möchte ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, hier aus dieser Community kommen da echt so viele Leute hin. Und das bedeutet auch, dass ich da wahrscheinlich auch nicht nur eine Stunde rumhängen werde, sondern da echt eine Weile verbringen werde. Ah, ich kann auch beim Schießen X drücken zum Zielen. Y. Das ist auch ziemlich cool. Die ganze Sille hier vielleicht wegmachen, damit er wieder arbeiten kann. Sieht doch jetzt gut aus, oder? Was in aller Welt ist dieses Zeug? Ich kann meine Arbeit nicht erledigen. Junge, ist doch weg! Ein Freimännchen. Na, hier ist noch ein bisschen Sille. Da ist noch ein bisschen Sille. Was ist da los? Ich glaube, das sind die schlimmsten Münzen überhaupt. Level sind halt auch gigantisch groß. Das ist aber cool. Das ist cool. Ich muss den Eingang hier erst öffnen. Okay, das finde ich cool gemacht mit der Mucke. Auch hier muss ich aus den Eingang. Okay. Pfui. Was hier noch? Achso. Ey, dieser scheiß Sideflip. Nee, das reicht nicht. Okay, gehen wir mal hier aufs Boot. Ja, komm, irgendwas wird da hier sein. Mein Gott, was ist das für ein Schundlevel? Monkey Mario. Ne, ist sehr übersichtlich hier in dem Gitarre, finde ich. Dort drüben ist mein großer Bruder, siehst du ihn? Er übt sich im Leute werfen. Er ist schon recht gut, aber Übung macht den Meister. Ja, kannst du mich nicht auch werfen?
Was ist mit euch los? Ich hörte, das U-Boot hebt sich, wenn das Rad sich dreht. Aber wie soll man das nur bewerkstelligen? Hast du vielleicht eine Idee? Du möchtest, dass ich dich zum Ende des Hafens werfe? Tut mir leid, aber so stark bin ich noch nicht. Nee, das stimmt. U-Boot hebt sich. Genial. Das hebt sich aber nicht lange. Ja, und dann? Oder war mein Wasser einfach nur leer? Kacklevel. Finde ich jetzt schon. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Ja. Diese ganzen blauen Münzen. Wofür waren die blauen Münzen? Also aktuell glaube ich erstmal nur, dass ich nichts anderes damit mache als die kann ich... Dass ich die eintauschen kann gegen Insignien. Okay, jetzt habe ich hier den Shortcut zumindest. Was ist das? Versuche es durch Drücken von B zu greifen. Ja, muss man ja auch erstmal wissen. Was ist das für ein Aal? Oder ist das der Riesen... ja, das ist der Riesen... Looper. Silvergecko, ja, aber da wird sich jetzt ein bisschen was verändern in der nächsten Zeit. Ist halt, easy. Die muss ich wahrscheinlich auch ziehen. Ja, geil. Boah, erstmal die Arme abreißen, wie brutal. Ich kann auf B also greifen, gut zu wissen. Kann ich nicht den Stöpsel hier ziehen? Doch. Was zur Hölle? Alter! Ja, boah, das, also, so brutal kenne ich Mario einfach nicht. Muss ich jetzt mal sagen. Aber es ist mega geil. Jetzt RIP. Kann ich hier noch an der Schnauze? Ach, ich kann auch an der Schnauze ziehen. Kann ich die auch abreißen? Das ist nur brutal. Und jetzt auf den Grill. Boah, lecker. Wäre ich sofort dabei. Was ist das für eine geile Scheiße? Luke, ich will mich nochmal echt herzlich bedanken. Ich hoffe, das kam genug rüber. Das ist extrem viel Geld und vielen Dank für deinen Support. Für die fette Donation. Dankeschön. Na, guck mal, ich kann so, selbst damit kann ich... Naja. Möchte ich das jetzt oder möchte ich erstmal die Kisten wegmachen von dem Dach? Obwohl, ich habe ja den einen Shortcut, habe ich ja. Immer gerne, danke, wirklich. Ich muss auch unbedingt jetzt mal hier irgendwie... Ich habe da so Bock drauf, ne? Diese Knarren.
Sichern und weiter. Hey, ich habe schon 10 Insignien von 120. Easy. Piazza Delfino. Nicer Dicer. Ein netter Würfler. Okay, also aktuell weiß ich nur, dass ich hier die blauen Münzen gegen Insignien eintauschen kann. Die Frage ist, ob man damit noch mehr machen kann. Porto d'Oro. Blooper Surf Safari. Ich weiß nicht, ey. Dieses Level kann echt schlimm sein. Ich muss da rein wahrscheinlich. Da ist noch ein M. Hallo! Ah ja, Vorgang. Ja, was soll ich sonst machen? Ey, benötigst du eine meiner speziellen Sonnenbrillen? Bin immer noch nicht stark genug. Was sind denn die Sonnenbrillen? Ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende versteckte Münzen anzeigen oder so. Whisky Bär, dankeschön für den wichtigen zweiten. Echt, Akazumi? Hast du das nur mit der Wiimote gespielt? Weil ich find's echt da kann man, glaube ich, surfen. Nochmal einen Tacken lustiger, wenn man so eine Knarre hat. Ich habe jetzt nur diesen Zapper von Links Crossbow Training, aber das ist nicht das richtige Gefühl. Ich will eine Knarre. Ja, geil. Das stimmt. Ich bin der Blooper Surf Guru. Magst du das Surfen? Schnapp dir einen Blooper und probier's. Eine Kleinigkeit noch. Ich hafte nicht für Unfälle. Viel Spaß, Kumpel. Easy. Easy. Ich bin der Surfgott. Kann ich hüpfen? Ja, kann ich. Easy. Kann ich spritzen? Nein. Aber kann es sein, dass ich mir hier erst die Sille wegmachen muss in dem Tunnel? Nee, ich muss da rein. Oh, geil. Yippie, möchtest du ein wenig surfen, Kleiner? Komm schon. Such dir einen Blooper aus und spring drauf. Los. Zeig mir, was du kannst und gewinne einen Preis. Dark Sunrise. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön für den 8. Monat. Hör auf zu trödeln und spring auf den Blooper. Nehm den goldenen auf jeden Fall. Kamera? Okay, ich sollte die Kamera nicht manuell bedienen. Nee, die lenkt schon ganz in Ordnung mit. Naja, okay. Ich bewege die Kamera gerade gar nicht. Boah, da kannst du ja Mario Kart aber mal einpacken. Nein, das ist aber nicht schlecht. Wer macht denn da gerne Surfrennen in der Kanalisation? Beste. Geile Mucke, ja. Okay, geht noch schneller. Bravissimo! Das war wirklich nice. Anima 96, ja voll. Bestes. Ja, da könnte ich in die nächste Welt wahrscheinlich, ne? Aber hier ist ja noch einiges offen. Jetzt will ich ein neues Wave Race. Oh ja. Die eingesperrte Insignie. Die eingesperrte? Ja, von 100% Whisky, ne? Wow, wie komme ich denn da rein? Okay, von oben. Oh, das kann ekelhaft sein. Kann ich denn jetzt hier
hier? Wo kann ich jetzt raus? Hier kann ich jetzt raus. Das ist schon mal wunderbar. Was ist das für ein Bienenrichter? Und jetzt eine Spinne. Okay, die ist OP. Schwebedüse einfach auffüllen. Okay, das heißt, ich muss irgendwie... Boah. Dieses Level sehen. Was ist mit ihm los? Kann er jetzt wieder arbeiten? Aua, mein Hals tut so weh. Ich kann nicht arbeiten. Lappen. Nee, das geht nicht. Ich glaube tatsächlich, ich muss wieder über das U-Boot. Es geht auch so. Okay, perfekt. Aber hier muss es doch auch einen Shortcut geben. Ich muss, glaube ich, auf die Dächer. Mein Gott. Da waren die Kisten doch auf dem Dach. Ja, okay, perfekt. Da sehe ich auch eine blaue Münze. Das ist wie Kino. Kennst du die Szene? Da liegt etwas auf dem Gullideckel und er geht nicht auf. Naja, kenne ich natürlich. Voll die bekannte Szene. Blaue Münze hätte ich gerne. Nice. Okay, jetzt kann ich aber immer über den Gully, das ist super. Oder durch den Gully. Ist eigentlich der Sound wieder so ein bisschen verzögert? Die verschlossenen Gullies, du kennst ihn, Luke, ne? Ist ganz bekannt. Ich mach mal die Elgato an und aus. Ja, tatsächlich. Selbe Problem wie bei der Super NT. Seltsam. Ist ja auch ein Gully. Yep. Perfekt. Das ist super. Los, gib. Wo ist sie denn jetzt hin? Da. So, jetzt muss ich halt überlegen, wie ich da oben in dieses, in diese eingesperrte Insignie komme. Was ist das denn? Ja, da kam jetzt nur eine Frucht raus. Soll ich mit einer Frucht? Komme ich hoch? Hm, da oben. Ich muss über diese Träger. Du hast bei der schlimmsten Stelle im Spiel eingeschaltet. Oh ja, das mal motiviert mich.
Ey, dieser Double Jump, ne? Ich weiß nicht, warum ich hier so viel Probleme habe bei dem Spiel, den zu machen. Warum dreht er die Kamera denn so schräg? Was denn? Also es ist wirklich extrem, wie schnell man runterfällt. Leck mir am Arsch, ey. Muss man hier rum? Wirklich? Oder da unten und dann den Triple Jump da hoch, ne? Ja, da kann ich noch nicht ran. Das verstehe ich jetzt auch noch nicht genau, wann man da ran kann und wann nicht. Ja, ich höre den Sieg. Ey, komm! So, Rikura ist auch richtiger Noob. War so klar, dass der jetzt kommt und mich runterhaut. Silvergecko, das ist keine. So, Rikura haut jeder weg. Ich glaube, ich hätte auch gerne einen Original-Wii-Controller. Ich habe hier nur so eine günstige Variante mir einfach bestellt, um das zu testen. Was ist mit dem Typ in der Mitte los eigentlich? Ist schon belastend, die Steuerung. Ja, Gamecube-Controller, was habe ich gesagt? Hab ich Wii gesagt? Nee, ich meine Gamecube. So einen richtig schön alten, ausgenudelten hätte ich gerne. So einen benutzten, ausgenudelten Gamecube-Controller. Siehst du die Insignie der Sonne dort oben in dem Käfig? Ich sah sie zuerst. Ziemlich cool, oder? Hahaha. Wie in aller Welt komme ich dort hinauf? Ja, über diese super scheiß bekloppte Hüpf-Challenge. Mondclown ist der Babo. Ich weiß, die sind relativ teuer, ich weiß. Aber... muss ich halt mal schauen, wie viel Gamecube ich jetzt spielen werde. Also Luigi's Mansion würde ich zum Beispiel noch gerne spielen. Es gibt schon noch einige Titel auf dem Gamecube. Dass ich jetzt die Kamera nicht drehen kann. Kamera ist der Endboss in dem Spiel. Die Kamera ist der absolute Endboss. Der Triple Jump ist der Vorgegner. Ah,
Warte, und dann muss ich einen Walljump machen, oder? Also nicht nicht die Schwebedüse nutzen. Nein, 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 was? Muss das sein? Ich sehe wieder nichts. Ich will nach dahin drin. Alter. Dieser Wirbelwind. Was ist das für ein Level? Ey, könnt ihr mir nicht sagen, das schaffen doch kleine Kinder. Ohne Worte, ey, das ist ja Horror. Bei dem Level habe ich abgebrochen. Das hat der Nathal auch gerade schon gesagt. Ach du Silvergecko. Silent Wall Kid, dankeschön. Ich würde halt gerne die Kamera da hindrehen. Es geht nicht. Ich kann sie hier hindrehen. Super. Ah, immerhin besser. Jetzt dreht sie sich von alleine. Also die Kamera ist wirklich bösartig in dem Spiel. Nee, mach keinen Walljump. Guten Tag, lieber Denzen, und guten Tag, liebe Mitzuschauer. Wie geht es euch? Nicht dahin drehen. Jetzt habe ich hier den Treffer gefangen. Und das ist Sommer. Ich sehe nichts. Junge. Alter. Malastros, danke für den 9 Monat Support. Und Kihaso, danke für 19. Ja, das stimmt schon, Steve. Aber es ist eine kleine Challenge. Leku Mio. Easy. Struggle is real. Das ist aber eine ekelhafte Stelle. Aber die Mucke. Ach, das Spiel ist einfach so schön. Aber die Frisur von Mario. Warum? Los. Kurznachrichten. Neuen Berichten zufolge ist der Leuchtturm an der Ostküste verschwunden. Die Polizei ermittelt. So, bevor ich jetzt aber nochmal reingehe, ich muss tierisch aufs Klo, Leute. Gebt mir ein 2 Minütchen Pause. Morgen wird es auch wieder wird's viele neue Clips geben. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Jetzt sind es noch ein bisschen ältere Clips. In 2 Minütchen geht's weiter mit einem Getränk und dem geilen Spiel hier.